Willkommen zurück zu Ni no Kuni. Ni no Kuni 1. Und ja, man sieht ein bisschen, ich habe gegrindet, ne? Ein bisschen. Und währenddessen, das ist halt das, ich habe ja gesagt, ich will ja nicht immer darauf eingehen, ne, weil ich meine, ich habe ja gesagt, dass ich das tue und dann ist es einfach so, ne? Aber folgendes. Ich habe noch ein paar Upgrades gemacht, weil das nämlich währenddessen passiert ist. Also ich das machen konnte. Deswegen ist zum Beispiel mein Jochen jetzt auf einmal hier so ein Vieh. Und er hier ist so ein Vieh. Ich glaube, das war vorher auch nicht so. Kann sein. Weiß ich jetzt nicht ganz genau, aber ich glaube schon. Und er hier sieht auch noch ein bisschen anders aus. Der ist auch nochmal geupgradet worden. Er hier auch. Und die haben jetzt natürlich alle so ein bisschen niedrigeres Level. Also Jochen ist in der Stufe 18. Das ist aber gar nicht so schlimm, weil den kann ich ja selber, da kann ich ja selber entscheiden, ob ich ihn einsetze im Kampf oder nicht. Bei den ganzen NPC, also meinen Begleiterdingern, da kann ich das nur dann entscheiden, wenn ich die selber steuere, was ich ja meistens irgendwie nicht mache. Deswegen müssen sie durchaus schon ein okayes Level haben. Deswegen bin ich mir hier bei ihm hier so ein bisschen so, ja, wenn er jetzt Kalle die ganze Zeit einsetzt, dann ist das natürlich ein bisschen unschön. Ja, das ist dann nicht so ganz geil. Aber das wird schon irgendwie funktionieren. Hier, Nimbus können wir auch nochmal upgraden. Problem ist, ich habe so einen Stein zum Upgraden, also nicht, also so einen größeren Stein nicht. Und das ist das Problem. Deswegen kann ich das Vieh leider aktuell nicht upgraden. Und wahrscheinlich, weil ich davon ausgehe, dass das Spiel nicht mehr so lange geht, es ist eventuell so, dass es vielleicht auch keinen Sinn macht, es überhaupt noch abzugraden. Machen wir kurz einen kleinen Kampftest, würde ich mal sagen. Hoffen jetzt das Ganze testen, wie es ist. Ob das jetzt ein bisschen besser funktioniert. Ja, wir machen um Weiten mehr Damage. Das ist egal. Um Weiten mehr Damage als vorher noch. Ne? Als in der letzten Folge, wo wir denn hier echt schon manchmal ein bisschen rumgestruggelt haben. Die haben echt, also jetzt nicht mehr so stark, aber die haben vorher echt krass viele Erfahrungspunkte gegeben. Das ist echt, echt genial gewesen, hier ein bisschen zu grinden. Also jetzt natürlich, wie gesagt, jetzt. Oh lol, das haben wir ja lange nicht mehr gehabt. Also jetzt nicht mehr, weil wir sind ja schon ein bisschen weiter gelevelt. Wie lange dauert es, bis ich. Jetzt darf ich. Ja, ich durfte leider eine ganze Zeit lang meine Karotten nicht ansetzen. Hat trotzdem geklappt. Aber das war jetzt natürlich ein bisschen. Das hatten wir nicht lange nicht mehr, dass wir da hinterrücks von den Gegnern angegriffen werden, aber das war auch ein bisschen dämlich von mir. Ja, dann würde ich mal sagen, wir gehen jetzt in Richtung unseres Ziels da oben hin. Ich gehe mal davon aus, da oben, wo unser Schädel ist, da ist der Eingang der Höhle, wo wir hin sollen. Müssen wir uns hier irgendwie hier durchschlagen. Wir hauen schon ab, das ist ja sehr gut. Wir haben schon Angst vor uns. Lass mal. Wir machen trotzdem schon echt Schaden, ne? Ich meine, wir haben krass viel Leben verloren.
Aber ich glaube auch vom letzten Kampf hat das reingezogen. Ich weiß jetzt nicht, wie viel wir in diesem Kampf verloren haben. Da habe ich nicht drauf geachtet. Aber... ich glaube, das läuft. Ein Weile mit. Also zumindest so ein paar. We can do this. We can do this. Ja. Brauchen wir eigentlich die Katze von mir? Mach mal hier fertig. Oh, da. Ja doch, macht man. Also solchen Gegnern, dass man einfach mal so eine krasse Fähigkeit einsetzt. Natürlich. Wow. Das war ein bisschen gewastet, aber gut. Nein, er ist doch durchgekommen. Hm. Fehlgeschlagen. Ha, lol. Ist einfach nur schlecht. Sind jetzt alle tot? Nee, doch. Den ignorieren wir mal. Warum können wir... Achso, oh. Gut, dass er es uns gezeigt hat, wie wir da rüberkommen, weil ich scheinbar gerade ein bisschen inkompetent war. Ja. Oh, stimmt, tatsächlich. Oh, das habe ich. Da habe ich gar nicht drauf geachtet. Richtig, stimmt. Wir wollten ja hier auch. Ich habe hier eigentlich gedacht, hier wären zwei, ne? Aber hier ist nur einer. An diesen Quests von den Monsterjagden, die wir noch offen haben, ne? Aber wir haben noch zwei. Und ich dachte, die beiden wären hier, aber hier ist nur eins. Hm. Naja, auch egal. Ich sag mal so, wir werden bestimmt noch mal das da irgendwie... Ich denke mal, dass wir auch ins... Ja, wobei das westliche... Also westliche Sommerland, wenn ich auf die Map gucken würde, dann wäre ja Westen, wäre ja logischerweise links. Und... Ich glaube, wir waren noch gar nicht so wirklich... links, weil hier steht ja auch Sommerland, ne? Also, wir sind ja im Sommerland. Das westliche Sommerland ist ja dann links. Und wo ist die Mitte des Sommerlandes? Keine Ahnung. Also, kann ja nicht sein, dass die Mitte vom Sommerland da ist, wo wir sind. Weil, dann... Wobei, doch, wenn es so wäre, dann wäre es ja... Ja, wobei... Es ist verwirrend. Ich nehme das jetzt aber so hin, dass wir hier nur einen haben. Den machen wir mal kurz weg, weil der ein bisschen auf mich zugestimmt ist. Let's do it. Here goes. Warte, habe ich da gerade 86 Schaden bekommen? 86 von diesen... Ja, das ist natürlich doch ein bisschen ungeil, was ich hier als Schaden bekomme von so normalen Gegnern.
Hi. Ist natürlich jetzt... Ups, falsche Taste. Ich save das Ganze mal. Oh, die ist aber ganz alleine, die Schildkröte. Macht ihr auch irgendwas? So irgendwas? Also ich dachte jetzt hier nur mit Default-Angriffen an und die, was als einziges macht, ist sich zu verteidigen. Ich dachte jetzt, die wird jetzt einen richtig harten Angriff fahren, aber das tut sich scheinbar nicht. Okay, das habe ich jetzt nicht erwartet, dass die jetzt einfach so... Naja, ist halt eine Schildkröte, ne? Aber... Ja. Dann sind wir ja jetzt bald beim Eingang. Nein, watch das. Wobei allgemeine Abwehr ist auch ganz gar nicht schlecht, aber ich habe die falsche Taste gedrückt. Oh nein. Ich bekämpfe ihn hier nochmal. Das hat den Sinn, dass ich dann freie Bahn habe und ich da nochmal vorspeichern kann. Weil kann ja immer mal was passieren und dann können wir da neu starten. Und wir müssen nicht den ganzen Weg nochmal machen. Ne? Und vor allem, wenn das sofort oder sehr, sehr, sehr früh passiert, dann können wir ja den Save einfach neu laden, anstatt Geld fürs Neuladen ausgeben zu müssen, um dann genau an dem Punkt wieder neu zu starten. Deswegen machen wir einmal hier ein Save. Drei Fragezeichen? Okay, cool. Okay, diese Höhle hat keine Minimap. Warum auch immer diese Höhle keine Minimap hat, aber wenn ich die große Map öffne, dann habe ich eine Map. Das macht keinen Sinn. Boah, schaut euch das an. Das ist riesig hier drin. Und, oh, meine Güte. Was ist das, Mann? Das ist ein Schiff. Oder eher... Oder ein U-Boot? Dufte, das ist ein gewaltiges Schiff. Ein Schiff? Na, wenn's das ist, es ist ein verdammt seltsames. Ich meine, es ist aus Metall und so. Und hat noch nicht mal ein Segel. Ja, weil es ein U-Boot ist. Das ist. Nein, es hat keins. Aber wie bewegt sich's dann? Natürlich. Mit seinen Motoren. Wartet. Ihr wisst wirklich nicht, was das ist, oder? Es ist ein fliegendes Schiff. Oh, es ist nicht mal ein U-Boot. Es ist einfach... Ja, okay. Die nennt man Luftschiffe. Das ist ein Luftschiff? Heißt das etwa das... Ja, ich denke, das heißt es. Wir haben das Versteck des Königs der Himmelspiraten gefunden. Der Schädelberg, oh nein.
Super, Kumbali muss irgendwo an Bord sein. Wartet einen Moment. Wenn wir das hier als Versteck. Nee, wenn wir das Versteck. Wenn das hier das Versteck der Piraten ist, wo sind dann die ganzen Himmelspiraten? Wir sollten vorsichtig sein. Ich frag mich, wie es fliegt. Meinst du, der lässt uns mal mitfliegen? Oliver, das ist nicht der richtige Augenblick, um von fliegenden Schiffen zu träumen. Entschuldige, du hast recht. Wir müssen die Karte der Steine finden, richtig? Mensch, du bist sowas von kindisch. Entschuldigung, tut mir leid. Ich muss die Welt retten. Ja, ein bisschen funny muss ich da aber auch sein, ne? So ein bisschen funny zwischendurch. Das lockert die Stimmung auf, weil das alles so ernst ist hier. War doch nur ein Scherz. Ich weiß, wie du dich fühlst. Aber konzentrieren wir uns jetzt auf die Steine, okay? Klar, Sven. Schleichen wir uns an Bord und sehen mal, was wir finden können. Ja. Geil. So, erstmal gesaved. Ich mach nochmal hier den Gullideckel. Dann können wir den nochmal hier und den hier abgeben. Und. Machen wir nochmal Safety Safe, weil wenn wir das wieder laden, haben wir den nicht wieder im Inventar dran. Das machen wir natürlich nicht. Und dann schauen wir uns mal um. Es ist so verwirrend, dass es hier einfach keine Minimap gibt, obwohl das eigentlich nicht so relevant wäre. Also ich sehe hier keinen Grund, warum man die nicht hier haben sollte. Wenn man doch die große Map öffnen kann. Sehr mysteriös. Wow, das Ding ist riesig. Schwer zu glauben, dass... das ist Oliver. Schwer zu glauben, dass was so Großes fliegen kann. Hey Leute, findet ihr nicht, dass es ein bisschen zu einfach war, wie wir hier reinspaziert sind? Auf sowas folgt nämlich meistens... Ahoi, wer seid ihr? Oh nein. Ein verdammter Hinterhalt. Oh nein. So, ihr schmutzigen Diebe, seid gekommen, um unsere Beute zu erbeuten? Hey, ich würde erst mal in den Spiegel sehen, bevor ich jemand... bevor ich jemand einen schmutzigen Dieb nenne, Freundchen. Mach sie nicht wütend, Sven. Das sind blutdürstige Himmelspiraten. Wenn du das gewusst hast, junge Dame, warum riskierst du dann deinen Kopf dabei, dich an Bord zu schleichen? Du bist entweder verdammt mutig oder verdammt dumm. Mist, wir sitzen verdammt nochmal in der Falle. In der Falle, sag ich dir. Ha, ich hab Company, I see. Oi, Captain! Das ist Kublai. Ja, das ist er. Das ist er echt? Verdammt, schau dir diese Visage an. Das nenne ich mal furchterregend. Hey, wir sind hier... Wir sind hier, um mit Ihnen zu sprechen. Genau, wir wollen Sie um einen Gefallen bitten, Captain Kublai. Er kommt einfach so in meine Bergfestung spaziert und erwartet, dass ich euch einen Gefallen tue. Ihr seid ihr Möchtegern-Helden, die gekommen sind, um euch eure gestohlenen Schätze zurückzuholen? Huha! Ihr seid eine Lachnummer. Hä? Bei allen Himmeln. Junge, ich werde dir zuhören. Komm an Bord. Jetzt snack ich dir auch noch deinen tollen Zauberstab ab. Das ist aber eine ganz schön wilde Geschichte, mein Freund. Das ist übrigens super, ja, also ich sag mal so, auch in Ni no Kuni 2 war das ja mit den Piraten, dass wir uns dann mit denen angefreundet haben und dann,
angefreundet und dann auf einmal waren die dann irgendwie auf unserer Seite. Vielleicht wird das hier auch passieren. Ja, weiß. Ah, ja, stimmt, stimmt. Ich habe diese Karte erbeutet und ich würde es wieder tun. Diese feigen Fatz, dieser feige Fatzke von einem Prinzen hatte es doch gar nicht anders verdient. Hey, Sie können nicht so Sie können nicht so über Makassens Nicht jetzt, Esther. Wir brauchen diesen magischen Steine. Ja, genau. Die brauchen wir. Wir brauchen sie, um Shaddaa zu besiegen. Bei allen Himmeln, Shaddaa, ihr wollt mit dem dunklen Djinn die Klingen kreuzen? Genau, das müssen wir. Den müssen wir stoppen, bevor er noch allen auf der ganzen Welt die Herzen bricht, klar? Ja, deins in Begriffen. Guter Witz, ey. Ihr kommt an Bord meines Schiffes und wagt es, mich mit den elenden Schwächlingen zu vergleichen, die Shaddaa zum Opfer fallen. Soll er doch versuchen, mein Herz zu brechen. Dem räudigen Hund werde ich zeigen, was es heißt, einem echten Gegner gegenüberzustehen. Eis muss man ihn lassen. An Zuversicht mangelt es ihm wirklich nicht. Mit Shaddaa ist nicht zu spaßen. Das weiß niemand besser als ich. B. Ihr wollt also Shaddaa gegenübertreten? Dann habt ihr auch die dafür nötigen Fähigkeiten, nehme ich an. Ei, natürlich habt ihr die. Aber, ja, dies... Dann wird das hier sicherlich ein Kinderspiel für solche kühnen Helden, wie ihr seid. Was wird? Keine Sorge, mein Freund. Nur ein kleiner Test deiner Fähigkeiten als Freibeuter, ein Klecks für einen kampfgestählten Krieger deines Kalibers. Ja. Was? Wie? Warum denn? Aber... Was ist das für ein Geräusch? Ach so, ein Drache, natürlich. Blutdrache, ja. Natürlich müssen wir gegen den Drachen kämpfen, warum auch nicht? Ah, der wird uns jetzt definitiv fertig machen. Alter, wieso wie verachtet? Macht schon jetzt was. Ich werde dich mit Hitze angreifen, obwohl du dagegen immun sein solltest. Mach mal hier. Oh, das. Okay, das liegt doch kurz. Voll verteidigen. Weißt du. Niederschlag. Niederschlag, los. Oh, das hat gesessen. Ich war zuerst dran. Das war Timing. Nein, und die Verteidigung hat abgebrochen. Komm schon, komm schon. Ja, das war eine... blöd. Verdammt, so einen richtigen Drachen habe ich noch nie gesehen, Mann. Das verflixte Ding sieht echt gefährlich aus. Captain Obvious ist am Start. Unsere einzige Chance ist Gift. Olli, Drachen hassen das Zeug. Aha, ist das jetzt so... Sehe ich das jetzt beim nächsten Mal auf Wikipedia, oder was? Habe ja nie gehört, dass Drachen Gift hassen. Warte, bis er mehr in Abwehrstellung ist. Dann lass Sven das Biest mit dem Zeug vollpumpen, klar? Was? Ich meine, ich habe so viel Damage gemacht, da kann ich das einfach so besiegen. Problem ist natürlich jetzt, wenn ich ihn hier nehme, dann könnte das könnte ich schaden. Komm, ein bisschen krass. Ich kann sogar dann verteidigen. Ich kann sogar verteidigen. Geil.
das halt wieder herhalten hier, ne? Jetzt ist die Abwehrhaltung da, ne? Also jetzt bin ich am Arsch. Wie ist das? Drachen immer von der Seite angreifen, weil der Schwanz einen angreifen kann und vorne kann er ja mit seinem Fuß oder mit seinem mit seinem Kopf da einen anstrahlen. Okay, ja, jetzt muss ich, warte, jetzt muss ich wieder switchen. Ein bisschen wird der Switcher. Okay, das klappt aber ganz gut. Okay, Drache besiegt. Nun, es gibt nicht viele, die dem Hauch des alten Mädchens trotzen und mit heiler Haut davonkommen, Freund. Du bist ganz schön mutig. Warum hast du den Drachen auf uns gehetzt, wo du doch wusstest, dass er so gefährlich ist? Ja, Mann, warum zauberst du auf einmal so einen riesigen Drachen aus den Ärmel? Ich hab mich beinahe nass gemacht. Ruhe, ihr Hunde. Ich stelle hier die Fragen. Der Zauberstab, wo hast du ihn her? Was geht dich das an? Wir werden ihn nicht herausgeben, egal was sie mit uns anstellen. Es geht mich etwas an, Mädchen, weil das verdammte Ding überhaupt nicht existieren dürfte. Der König muss davon erfahren. Welche Königin? Die Königin muss davon erfahren. Ja, welche Königin? Es tut nicht zur Sache. Und jetzt folgt mir, die Karte ist in meiner Kajüte. Na gut, Olla Griesgram. Wir sind aber immer noch die Guten, oder? Ich frag nur, weil es so aussieht, als ob der König der Himmelspiraten uns mag. Was? Du machst Witze, oder? Wir haben es geschafft, Oliver. Komm schon, werf mir einen Blick auf die Karte. Worauf wartet ihr, Schnecken denn? Bewegt eure räudigen Hintern. Okay, los geht's. Machen wir. Das X. Deshalb seid ihr hier, die Karte der Steine. Das X markiert den Ort, wo die Steine versteckt sind. Ja, das wird es sein. Eine entlegene Insel? Naja, irgendwie logisch. Nun, worauf warten wir noch? Wir haben ein Schiff. Lasst uns hinsegeln und die Dinger suchen. Mach mal langsam, Mädchen. Meinst du, die Schiffe dieser Seefahrer simpel? Ah ja, okay. Können dorthin gelangen, wo es nicht einmal der mächtige eiserne Drache schafft? Wie? Wovon faselst du verflixt noch eins? Das Ganze ist schon ein bisschen komplizierter. Der eiserne Drache ist zu groß, um auf der einsamen Insel zu landen. Und die See um diesen verdammten Felsen herum ist mit Riffen übersät. Mist, also kommen wir nicht an diese Steine heran. Jetzt fang nicht gleich an zu heulen, Junge. Es gibt natürlich einen Weg. Auf dem Rücken von Tengri, dem geflügelten Drachen und Meister des Himmels. Ah ja, jetzt bekommen wir unseren... Also wir bekommen jetzt unsere Flugmöglichkeit, ne? Gehe ich mal davon aus. Das mit diesem Drachen, dem lilanen Drachen. Das ist cool. Quasi das Pendant zu diesem Luftschiff, was wir in Ni no Kuni 2 bekommen haben. Aber wir haben dieses Luftschiff auch relativ am Ende von Ni no Kuni 2 bekommen. Wenn das jetzt genauso wie
es auch im ersten Teil ist, dann heißt es, dass wir auch relativ nah am Ende schon sind, ne? Also, dass da nicht mehr viel kommt. Was auch ein bisschen schade ist, weil ich mag das Spiel halt, das ist voll cool. Also den zweiten Teil mochte ich auch. Außer dieses Bausystem, das fand ich so ein bisschen lästig irgendwann so auf Dauer. Aber das ist halt schade, also sie werden wahrscheinlich nie einen Teil 3 machen, weil, ja, keine Ahnung. Mit dem verkackten Mobile-Game, was sie da gemacht haben. Niemand fliegt schneller und höher als der Stolz meines Schwarms wilder Drachen. Warum hat der Pirat überhaupt Drachen gezähmt? Das ist so maximal merkwürdig. Verdammt, das klingt ja mächtig beeindruckend. Sag schon, wo ist dieser Tengri? Naja, Fee, da liegt das Problem. Tengri hat irgendein mysteriöses Zipplein und fliegt nicht mehr. Die Zipperlein. Ah, wahrscheinlich auch Herz gebrochen, ne? Und dann können wir ihnen helfen und dann, oh, vielen Dank, dass du uns geholfen hast. Jetzt kannst du auf mich reiten und so. Ne? Das ist so wahrscheinlich das. Zipperlein, er ist also krank. Mann, ich sollte vielleicht mal Deutsch lernen. Und uns wird nichts geschenkt, was? Nicht so schnell. Wir haben immerhin den mächtigsten Zauberer Olli dabei. Du willst ihn heilen? Ja, wir können nichts versprechen. Aber ein Versuch ist es wert. Olli hier hat organisierten Zauber auf Lager, der deinen Drachenfreund wieder auf die Flügel bringt. Ja, du musst etwas haben, das funktioniert, Oliver. Lass uns den Drachen besuchen gehen. Klar, wo finden wir Tengri, Captain Kublai? Das Häufchen Elend hat sich bestimmt in einem Winkel der Höhle verkrochen und versinkt in Selbstmitleid. Schau mal, was ihr ausrichten könnt. Danke. Kommt, Leute, wir müssen einen Drachen retten. Ich hoffe, dass wir ihnen helfen können. Ihr Leute spielt wirklich gern mit die Samariter, oder? Ja, müssen wir ja, ne? Also ich meine, irgendwie müssen wir ja auch vorankommen. Ich meine, ist ja offensichtlich, dass die Himmelspiraten haben ein Schiff, was fliegen kann. Aber nein, die wollen mit uns da nicht hin. Wir müssen da so einen Drachen uns besorgen. Ach, und plötzlich ist er da in der Höhle. Da, genau, dieser lilane Drache, genau, das ist genau das. Das ist er, der auch am Anfang in dieser komischen, in dieser Intro-Sequenz zu sehen war. Und das ist halt das Ding, wo ich halt schon ein bisschen was von gehört habe, dass man da irgendwann so einen Drachen bekommt. Was ganz cool ist, aber wie gesagt, ich gehe halt davon aus, dass das halt eher so am Ende des Spiels sein wird. In den letzten Teilen des Spiels. Und da sind wir jetzt scheinbar angekommen. Also, dann sehen wir uns beim nächsten Mal bestimmt wieder. Haut rein. Tschüss.